Herr Dr. Fischer, im Jahr 2018 haben Sie gemeinsam mit dem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon das Ban Ki-moon Center for Global Citizens gegründet. Was ist das Anliegen dieses Centers? Es sind endlich in den Vereinten Nationen globale Entwicklungsziele und nachhaltige Entwicklungsziele einstimmig formuliert worden. Und jetzt geht es darum, dass diese Ziele nicht nur auf dem Papier festgeschrieben sind, sondern dass sie auch umgesetzt werden. Und das Ban Ki-moon Center will seinen Beitrag leisten, dass dieses globale Regierungsprogramm bekannt wird, dass es Unterstützung findet, dass man dafür wirbt, dass man in Konferenzen an diesen Projekten weiterarbeitet, dass man Regierungen überzeugt, sich in das Ziel, in den Dienst dieser Ziele zu setzen. Und das versuchen wir. Sitz ist Wien, aber der Board ist sehr international und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ganz bunte internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir hoffen, dass wir da einen guten Beitrag leisten können.